Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Channel. Wie ihr seht, steht uns heute ein neues Projekt vor, nämlich ein Pokémon-Spiel. Das ganz einfach deswegen, weil ich hier mal ein bisschen was anderes spielen will, außer immer nur die großen Spiele. Mit Gothic habe ich momentan sowieso ein Problem mit einem Savegame und von Bad Company ist in letzter Zeit so viel erschienen. Also habe ich gedacht, machen wir mal etwas Kleineres, etwas Putziges, nehmen wir Pokémon. Jetzt ist dies allerdings kein normales Pokémon, sondern ein Pokémon-Hack. Der Hack nennt sich Zoisit, beruht auf der Feuerrot rum. Ja, und der Hacker heißt Karius. Auf YouTube ist er unter dem Namen Pokémon-Tutorial-TV bekannt. Ich denke, die meisten, die das sehen, werden auch den Hacker dann kennen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, jetzt kommt hier ganz normal die Einführung. Die können wir überspringen, die ganzen Tasten, wie was funktioniert. Und der Eingangstext. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Das werden wir tun. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Poké-Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, das ist ja das gleiche wie an jedem Anfang von einem Pokémon-Spiel. Wie lautet dein Name? Wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns SW Gamer. Ups. Und damit hätten wir das auch erledigt. Genau, dein Name ist also SW Gamer. Ja. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Nehmen wir den Standard Gary. So. Ah, es war Gary. Ja, richtig. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Na dann lasst mal aufhören zu leben und anfangen zu träumen. So, erstmal zum PC rennen. Vielleicht sind da schon Items drin. Itemlager, Item nehmen. Und wir finden gleich unseren ersten Trank. So, dann gehen wir mal in die untere Etage. Hey SW Gamer, schön dich zu sehen. Gut, dass ich auf dich gewartet habe. Wir wollten doch noch wichtige Dinge besprechen. Es geht um Professor Tan. Den Rest erkläre ich dir später zusammen mit Gary, deinem Nachbarn im Labor. Du solltest ihn als erstes besuchen, dann kommt ihr beide zu Professor Tans Labor. Also dann SW Gamer, bis später. So, ein sehr großes Haus. Ungewohnt von den alten Pokémon-Editionen. Wo geht's denn hier rein? Aha, ein Labor. Bist du die Mama? Ja. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat noch die gefragt.
Dann werden wir Professor euch nicht länger warten lassen. Und da ist auch schon Gary. Hallo, gut, dass du hier bist. Ich wollte gerade zu dir kommen. Ich habe gesehen, wie deine Schwester und dein Vater zu uns gegangen sind. Wir gehen am besten zu mir nach Hause. Komm und folge mir. Hier sind sie aber nicht. Wahrscheinlich sind sie weggegangen, nachdem wir miteinander gesprochen haben. Vielleicht weiß meine Mutter Bescheid. Ich habe euch gehört. Ich kann euch sagen, wo die beiden sind. Sie sind gerade zum Meeresblick gelaufen. Alles klar. Lass uns gehen. Gary, ich denke, es ist besser, wenn du nicht gehst. Wieso denn? Darf ich schon wieder etwas nicht mitbekommen? Nein, Gary, das ist nicht der Grund. Es ging um etwas Privates. Ich denke, es ist besser, wenn du hier bleibst. Es wäre gerne, man kann so lange alles am Meeresblick besprechen. Na gut, man sieht sich später im Labor. Wir sind doch hier reingekommen, oder? So, zum Meeresblick geht es, wenn ich mich richtig erinnere, hier runter. Okay, ich erinnere mich nicht mehr richtig. Wer bist denn du? Ist das richtig? Oh, sieh nur. Tipps für Trainer. Wilde Pokémon können manchmal stärker sein als du. Sei auf der Hut. Ja dann. Ich glaube es einfach nicht, dass Professor Tan so weit gegangen ist. Was denkt er sich so einfach, nach Azalea City zu fahren? Er kennt ja Kurt und Professor Eich schon eine Ewigkeit. Aber keiner von ihnen weiß, woher sie sich kennen. Ich verstehe einfach nicht, warum der Professor so schüchtern ist. Da ist doch irgendwas faul an der Sache. Da magst du recht haben. Aber Professor Tan ist meist oft draußen und betreibt Feldstudien. Also ist es doch kein Wunder, dass er von sich nicht so viel preisgeben kann. Mag sein, aber er kann doch nicht einfach wegfahren. Wenn SW-Gamer und Gary heute ihre Pokémon bekommen. Wir haben gar nicht bemerkt, dass du hier entlang gekommen bist. Professor Eich hat dich und Gary gebeten, in das Labor zu kommen. Okay, wir kommen mit. Auf geht's. Schön, dass ihr alle endlich hier seid. Wie ich sehe, sind auch SW-Gamers Vaters und meins, ja, meine Schwester hier. Warum haben sie uns jetzt ins Labor geholt? Professor Eich, ist es wirklich so dringlich? Okay, dieser Part wird schwer für mich zu erzählen. Es gab viele Gründe, wieso ich den Pokédex erfunden habe. Celebi war der Hauptgrund dafür. Puh, Aufmerksamkeit. Warum haben sie das keinem davor erzählt? Ich konnte es einfach nicht. Die Gründungsgeschichte des Pokédex, wie simpel sie doch eigentlich ist. Ich habe viele Feldstudien gemacht, wie euer Professor auch. Ich hatte immer meinen Skizzenblock dabei, um die Pokémon zu zeichnen. Das Verhalten habe ich auf andere Blätter geschrieben. So konnte ich gesamte Verhaltensmuster von Pokémon nachvollziehen. Eines Tages machte ich mich auf den Weg in einem großen Wald. Jemand hielt mich dabei auf. Ihr müsst es euch so vorstellen. Es war noch am helllichten Tage. Ich war damals so alt wie ihr, wenn nicht sogar noch jünger. Wie ist es dazu gekommen? Immer mit der Ruhe, ich erkläre euch noch alles. Denk dran, wenn du die Stimme des Waldes hörst, nicht rühren. Hä? Sag bloß, dir hat nie jemand davon erzählt. Ich höre das zum ersten Mal. Was ist die Stimme des Waldes? Es ist nur eine Legende, aber jeder von uns hier glaubt daran. Sie besagt, dass man einen bestimmten Klang hört, wenn der Geist, der den Wald beschützt, auf Zeitreise geht. Was, auf Zeitreise? Das gehört zu seinen besonderen Fähigkeiten. Er kann zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her pendeln. Also wenn du einen seltsamen Klang hörst, bleib ganz still stehen. Wenn der Geist dich fängt, reißt er dich vielleicht mit in eine andere Zeit. Ich pass schon auf mich auf. Danke, Wiedersehen. Warte.
Nimm dieses Band, es ist sehr wertvoll. Ich kann dir sagen, dass es noch dein Leben retten wird. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So viel zu diesem Thema. Wenn der richtige Zeitpunkt kommt, werde ich euch den Rest erzählen. Doch für das Erste wird dies genügen. Wir sind doch eigentlich wegen dem Pokémon hier, die sie uns doch geben wollten. Stimmt, ich vergaß beinahe. Wir sollten nun SW Gamer und Gary ihre Pokémon geben. Ich denke, SW Gamer lasse ich mal als Erstes wählen. Oh, es ist schon so spät. Ich muss nach Esperania City weiter. Man sieht sich, SW Gamer. Ich gehe auch mit. Ich habe ja schon mein erstes Pokémon bekommen. Also dann, see you again. Und da waren es nur noch drei. Nun gut, wie dem auch sei. SW Gamer, Gary, wählt eure Pokémon aus. Gary, ich lasse dir sogar den Vortritt, SW Gamer. Also, SW Gamer, welches Pokémon möchtest du? Die Wahl des ersten Pokémon ist wichtig, also lass dir Zeit. Was gibt's denn? Feuerregel? Kanimani und Eevee wahrscheinlich. Ich entscheide mich gleich für Feuerregel. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. SW Gamer erhält Feuerregel. Nein, möchte ich nicht. Gary erhält Kanimani. Eine wirklich gute Wahl. Denk daran, es ist wichtig, den Professor zu finden. Es darf nicht dazu kommen, dass ihm etwas zustößt. So, wartet noch einen Augenblick, bevor ihr beide geht. Ich muss euch noch etwas sehr Wichtiges geben. Es handelt sich hierbei um den Pokédex. Er ist eine Art Sammlung für Daten für Pokémon. Dieser hier fasst mehr als 400 Seiten. Ich bitte euch, ihr müsst alle Pokémon in Stanto fangen. Es ist wirklich wichtig. Nur so können wir herausfinden, wie sich die Pokémon verhalten. Ich hole sie euch. Moment. Hier, bitteschön. Das ist die neueste Version des Pokédex für euch. SW Gamer und Gary erhalten den Pokédex. Und ihr braucht noch einige Items. Seht dies als persönliches Geschenk von mir an. Pokéball erhalten. SW Gamer packt Pokéball in Pokéballtasche. So, schön. Ihr sollt euch auch die Herausforderung der Arenen in Stanto annehmen. Die erste Arena befindet sich in Esperania City. Arenaleiter Simon ist sehr stark und trainiert Normal-Pokémon. Trainiert gut, um der Herausforderung gewachsen zu sein. Alles klar, lassen Sie ihn schlagen. Bevor ihr geht, solltet ihr wissen, dass es nicht leicht wird, den Professor zu finden. Dies ist eine gefährliche Mission. Celebi ist ein Pokémon mit sehr großer Macht. Unterschätzt Celebi nicht. Wir werden schon auf uns aufpassen. Ich mache mich dann auf den Weg nach Esperania City. Wir werden uns noch sehen, SW Gamer. Man sieht sich. So, da ich nicht weiß, wie viel noch kommt, werde ich jetzt hier einfach mal einen Save setzen. Das war auch schon unsere erste Folge. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen interessiert und freut euch auf weitere Folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.